Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir mal hier Classic Currywurst probieren. Ich habe das Ganze von Kaufland mitgebracht. Ja, und das ist ja eine ganz normale Currywurst, die für die Mikrowelle, für die Mikrowellenzubereitung gedacht ist. Ja, dann haben wir hier hinten haben wir die Zutatenliste. Ich hoffe, ihr könnt sie lesen. Hier haben wir die Nährwerttabelle. Jo, das Ganze wird ja Zubereitung in der Mikrowelle. Die Folie einstechen und die Packung bei ca. 600 Watt 2 Minuten erhitzen. Folie abziehen, eventuell umrühren und genießen. Für vollendeten Genuss Currypulver über das Gericht streuen. Gut, das werde ich machen. Hier wird ja sicherlich wieder eine Gabel und das Pulver richtig. Ist hier drunter, wie man sieht. Das werde ich dann abmachen. Aber jetzt geht das Ganze erstmal in die Mikrowelle für 2 Minuten. Und wir sehen uns gleich wieder zum Probieren. So, die 2 Minuten sind rum. Die Wurst ist jetzt ja, erwärmt in der Mikrowelle. Und jetzt werde ich erstmal als allererstes natürlich die Wurst erstmal so probieren. Ohne Curry. Logisch. Das Ganze ist natürlich ja, sehr, sehr lasch. Hat also mit Currywurst nicht wirklich was zu tun. Und jetzt werde ich mal hier das beigepackte Curry nehmen. Werde das jetzt mal hier ordentlich drauf verteilen. Und werde dann sehen, ob das denn doch einer Currywurst nahe kommt oder ob das jetzt hier eher ein Flop ist. Da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf. Ja, ich haue jetzt wirklich alles, was in dieser Tüte ist, hier drauf. Weil ja, das Ganze sonst zu lasch ist, nehme ich mal an. Ihr wisst, ich bin kein Scharfesser in dem Sinne, aber ohne diesen Curry jetzt hier war das eine absolute Nullnummer. Das war für mich auch lächerlich. Das war nur warm gemachte Ketchup-Soße ohne Schärfe. Ja, das hat ein bisschen was mit Curry zu tun. Jetzt schmeckt man auch den Curry. Es ist Gott sei Dank kein scharfer Curry. Also es ist jetzt so, ich sage mal, mit dieser Menge Curry hier, steht mir, also auf Deutsch gesagt, der Rachen nicht auf, sondern es hat eine schöne Runde, einen schönen runden Currygeschmack. Der Curry an sich ist kein scharfer Curry. Er hat eine gewisse Schärfe, das ist richtig.
Aber es ist nun nicht so, dass man jetzt sagt, oh, da brennt wie die Hölle, sondern Curry-Geschmack und die Schärfe sind für mich eigentlich genau richtig. Und deswegen gebe ich den ganzen, gebe ich den ganzen hier auch, ja, kann man das glaube so erkennen richtig? Nee, wieder nicht. Ist ein bisschen aus dem Bild raus. So, deswegen gebe ich dem Ganzen hier auch 5 Punkte. Also mir schmeckt diese Currywurst wirklich sehr gut. Ich kann die auf jeden Fall weiterempfehlen. Wie gesagt, ohne den Curry ist das eine ganz lasche Nummer. Und mit diesem Curry, mit dem beigepackten Curry, ist das eine feine, runde Sache. So sollte das denn auch schmecken. Gut, danke. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen da nach oben lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach unten da. Ist, auch nicht schlimm. Ansonsten, ja, könnt ihr das Video auch gerne teilen. Auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr möchtet, habe ich absolut nichts dagegen. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.